Hallo zu AppCheck28, heute wieder mit ein paar Apps und dann fangen wir gleich an mit dem Drama-Button. Da gab es jetzt ein Update und zwar kann man das jetzt rüberziehen und dann gibt es einen Triumph-Button, wozu ich den Ton wieder anmachen werde. Ja, und auch hier. Ja, das war der ein kurze Benachrichtigung, dass es das jetzt gibt. Dann habe ich den Fokus online mit dem Rechner, Videos, Fotos, die man sich jetzt angucken einfach kann. Ja, hier das neue iPhone. Man kann es auch wieder so rüberziehen, wie bei den Fotos. Mit einer kleinen Info unten. Ja. Dann gibt es halt bei mehr noch Politik, Finanzen, Gesundheit, Sport, Digital, Wissen, Kultur, Immobilien, Reisen, Auto, Panorama, Downloads, Suche. Ja, und halt da aktuell, was halt gerade so passiert ist. So. Dann zu einer App, die jetzt ein bisschen länger dauern wird, da es erst laden muss. Zu Godfinger, was es bisher ja nur auf dem iPad gab, außer in Kanada, wo es das dann auch für den iPod gab oder auch noch gibt. Ja, ich habe lange drauf gewartet. Ich habe es jetzt schon ein bisschen länger, ja, hat einen guten Sound. Ja, was macht man bei Godfinger? Ja, man ist halt der Gott und muss halt seinen Bewohnern geben, was sie wollen, wofür man dann halt Geld kriegt. Ja, es ist kostenlos und finanziert sich durch Werbung und durch Einnahmen. Ja, man kann Blitze abfeuern bei Skeletten, die hin und wieder mal auftauchen. Ja, ich bin schon bei Terraforming. Man kann also dann die Erde verformen und seine Bewohner halt arbeiten lassen, bis sie ermüden. Dann lassen sie den Kopf runterhängen und man muss sie ans Feuer setzen oder auch an den Brunnen, der da ist. Man kann richtig schön rein zoomen und dann richtig sehen, wie die Bewohner arbeiten. Ja, man kann rauszoomen, dann sieht man halt seinen Planeten, man kann Freunde adden, Free Mana, ja, meine Freunde habe ich jetzt schon ein paar, ja, es gibt den Store. Mit dem Geld, was man dort verdient hat, kann man sich dann halt die Sachen kaufen.
Oder halt auch Geld richtig ausgeben bis 39 Euro. Das Spiel ist auf Englisch. Was aber eigentlich kaum ein Problem ist, da hier nur sehr wenig wirklich gesprochen wird. Und für alle, die in Englisch ein bisschen begabt sind, sollte es kein Problem sein. Ja, das war Godfinger. Man kann dann noch eine Flut herbei beschwören. Ja, aber das ist erstmal zu Godfinger. Und dann weiter zur nächsten App. Und auch zur letzten. Und zwar zu Kochmeister. Ja, was wird bei Kochmeister wahrscheinlich das Hauptthema sein? Natürlich kochen. Man kann eine Einkaufsliste erstellen mit einer sehr schönen Grafik. Seine Favoriten, die Suche und halt den Home mit neuen Rezepten, Rezepte des Tages. Und dann empfiehlt er einem das halt, was man braucht. Man kann es zur Einkaufsliste hinzufügen und die Zubereitung. Man kann sich Notizen machen und ja. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Die Preise stelle ich wieder rein. Ich glaube, beim letzten habe ich es nicht gemacht. Kann ich ja noch machen. Oder werde ich noch machen. Und bis dahin auf Wiedersehen. Abonnieren, kommentieren. Auf Wiedersehen.